Das Riverboat hat an seiner letzten Anlegestelle in Porto festgemacht. Für die Passagiere und Teile der Crew steht noch ein Ausflug nach Lissabon an. Bei diesem letzten Ausflug der Reise sind auch Cecilia und Bernd Hochstetter mit von der Partie. Vielen Dank für alles. Ja. Auf Wiedersehen. Alles Gute. Oh. Eine schöne Zeit. Ja. Ciao. Bis nächstes Mal. Genau. Auf Wiedersehen. Ich finde, das ist nochmal ein schöner Abschluss jetzt, dass wir nicht direkt vom Schiff, direkt am Flughafen weg, sondern dass wir noch ein bisschen Portugal-Feeling haben. Porto war ja zauberhaft und total traumhaft. Und ich hoffe, dass es Lissabon, ich denke, das toppt das auch. Aber bevor sich das hessische Ehepaar in den Trubel der portugiesischen Metropole stürzt, kann ein wenig geistliche Erquickung ja nicht schaden. Mirko, Bus Nummer 2 und der Wallfahrtsort Fatima warten bereits. Bus Nummer 2 hat sein Ziel erreicht, den Wallfahrtsort Fatima. Bernd und Cecilia pilgern zunächst aber ihrem Tourguide Mirko hinterher. Da ist die Kirche. Ah ja, vorne. Na. Das Zentrum der Stadt ist die Kirche Nossa Senhora de Rosario. Die Rosenkranzbasilika steht an der Stelle, an der Hirtenkinder am 13. Mai 1917 einer Marienerscheinung teilhaftig werden durften. Heute erscheinen hier jährlich rund 6 Millionen Pilger. Fatima gehört zu den wichtigsten Wallfahrtsorten in Europa nach Jerusalem, Rom, Lourdes, was haben wir noch? Santiago de Compostela, genau. Wenn man sieht, wie die Leute damit umgehen, dass sie auf den Knien diesen ganzen Weg dorthin laufen. Ich finde es faszinierend, dass Menschen daran glauben, dass sie an was festhalten. Für viele ist es auch ganz wichtig. Diese Glaubenspraxis soll dem Bußgebet des Pilgers ja besonderen Nachdruck verleihen. Denn im Gegensatz zum französischen Lourdes steht in Fatima die Buße noch vor der Krankenheilung. Gebete werden aber auch im Stehen erhört, denn rund um die Kirchenanlage finden Gottesdienste im Freien statt. Ich finde es schon toll, dass Menschen glauben. Ich kann nachvollziehen, wenn jemand wirklich tiefgläubig ist, dass einem das in einer schwierigen Situation im Leben schon helfen kann. Dass der Glaube Berge versetzen kann, weiß also nicht nur der Apostel Paulus, sondern auch der Polizeibeamte aus dem Odenwald. Irgendwie glaube ich schon an irgendeine höhere Macht, die mir da hilft und die mich so ein bisschen beschützt. Spirituelle Stärkung für die anderen. Bernd, Cecilia und Mirko besichtigen die Basilika unserer lieben Frau vom Rosenkranz. Schon ein bombastisches Gebäude, ne? Gibt's mal gar nichts. Sieht ja mehr modern aus. Ja, das ist ganz anders. Ein ganz anderer Stil wie die alten Kirchen früher, wo man halt Blattgold und was man da alles so verwandt hat. Das ist halt gar nicht mehr. Sieht halt schon ein relativ modernes ganz Gebäude. Von innen, muss ich gestehen, ist es sehr schlicht und dadurch gefällt es mir. Elegant. Ja. Mirko, was hat denn mit den Gräbern auf sich? Weißt du das? Ja, das sind die Abbilder von den drei Kindern, von den drei Hirtenkindern, die ja am 13. Mai 1917 wohl die Erscheinung hatten. Der Hirtenjunge Francisco hat die Vollendung der Kirche nicht mehr erlebt. Er starb 1919 an der spanischen Grippe. Oh, hier sind die beiden anderen. Siehst du? Das ist Lucia. Ja, Kinder halt. Jetzt habe ich es. Ja, Kinder, ja. Von den beiden Cousinen war es nur Lucia, die Kirchenweihe noch erleben durfte. 2005 wurde sie hier bestattet. Und alles in dieses Weih. Aber die Weite, die erschlägt einen hier komplett, finde ich. Ja, noch dazu. Unglaublich. Nach dem Ausflug in höhere Sphären wenden die drei sich wieder einem weltlichen Ziel zu. Und das heißt Lissabon. Bereits in Lissabon angekommen, sind Bernd und seine schwedische Ehefrau Cecilia. Ah, wie schön! Wie der Lüft. Zuerst aber heißt es einchecken. Das ist unser Hotel. Sehr schön. Jupiter, Lisboa. Es tut gut jetzt, dass wir sind angekommen. Klar, sehr größere Stadt. Ein bisschen mehr Flair, ein bisschen mehr Power. Und das bedeutet jetzt erst einmal Kräfte sammeln für den morgigen Sightseeing-Tag und das Abenteuer Lissabon. In den Menschen, der beeindruckenden Architektur und der ganz eigenen Kultur spiegeln sich die vielfältigen Facetten der glanzvollen Geschichte. Einst Hauptstadt eines Weltreichs ist es heute vor allem die Patina des vergangenen Ruhms,
die Lissabons Besucher nach wie vor in ihren Bann zieht und auch immer ein wenig melancholisch werden lässt. Auf andere Weise erkunden auch Cecilia und Bernd das Gelände. Sie fahren nach Sintra, der ehemaligen Sommerresidenz der portugiesischen Könige. So ein bisschen abenteuerlich, ne? Ja, ja, ist so steilhaft, ja, ja. So wie gekommen. Ihr Guide Mario bringt sie zunächst zu einem Aussichtspunkt, von dem aus sich die beeindruckende Anlage bestaunen lässt. Enjoy it here, I'll be waiting for you. Okay. Als erstes nehmen die beiden den Nationalpalast von Sintra in den Blick, der ebenso wie die ganze Kulturlandschaft mit seinen zahlreichen Residenzen zum UNESCO-Weltkulturerbe gehört. Auf den Ruinen eines Klosters wurde der mächtige Pena-Palast errichtet. Wow! Wie das da oben thront. Das Castelo dos Muros hat es Cecilia besonders angetan. Ein schöner Blick, gell? So mächtig. Einen bombastischen Eindruck. Und aus der Entfernung sieht man, ist toll erhalten. Die Burg, da wurde sicherlich auch einiges gemacht, um das so zu erhalten. Der bei weitem schönste Palast in Sintra ist der von bunter Stilvielfalt geprägte Pena-Palast aus dem 19. Jahrhundert. Wie überhaupt, man könnte sowas bauen früher, für mehrere hundert Jahre und ohne Bagge. Das ist so unvorstellbar, aber das ist total traumhaft, hey, und schöner Blick. Und ich freue mich auf die anderen Schlösser. Bernd und Cecilia sind weiter auf Schlössertour. From that corner we are also able to see the Moorish castle on the top. Now we are going to cross the arch and you guys will have this amazing view over the Atlantic Ocean. Der Triumphbogen des Palacio de Cefeais wurde im Jahr 1802 errichtet. In Erinnerung an den Besuch des portugiesischen Königspaares. Heute ist die Anlage ein Luxushotel. Ein herrlicher Blick. Ja, total schön. Hinten das Meer. Eine Übernachtung ist hier bereits ab 320 Euro zu haben. Das ist ein toller Platz hier. Man sieht auf der einen Seite dieses rot-gelbe Schloss oben auf dem Hügel. Und wenn man sich wendet und ein paar Meter geht, sieht man auf der anderen Seite hinten das Meer. Also es ist fantastisch. Bernd und Cecilia erkunden das historische Zentrum von Sintra. Die wechselvolle Geschichte des Ortes ist genauso beeindruckend wie dessen bedeutendstes Bauwerk. Ah, there's the palace. It is, guys. Er ist ein absolutes Muss für Portugal-Reisende, der Nationalpalast von Sintra. Here we are, in front of the Sintra National Palace, one of the first palaces built by the Portuguese monarchy, and in fact the first. Vor allem mit den beiden prägnanten Küchenschornsteinen ist der monumentale Bau ein Querschnitt durch die jahrhundertelange portugiesische Stilgeschichte. Das ist natürlich schon ein wilder Stilmix, ne? Ja, ja, ja. Weil die ja immer wieder was Neues dazugebaut haben. Man sieht es ja an den Fenstern. Da Fenster, andere Fenster, da schon wieder andere Fenster. Also ein Stil ist da keiner zu erkennen. Nein, aber ne? Das ist vielleicht 30, 40, 50 Jahre dazwischen. Jede Gebäude, ne? Alle Gebäude. Ja. Die Baugeschichte jedenfalls reicht bis ins 10. Jahrhundert zurück. Beflügelt von ihrem Ausflug nach Sintra sind Bernd und Cecilia mit ihrem Guide Mario jetzt im Geländewagen nach Cabo da Roca unterwegs. Atemberaubend. Atemlos. Atemlos durch Portugal. Aber nur bis hierher, denn hier beginnt der Atlantik. Ach, der Atlantik hat eine richtige Power, wenn du das siehst, wie da die Wellen ankommen. Ich muss Fotos machen. Fantastisch. Momente, wo nie zurückkommt vielleicht. Aber ich glaube, das war nicht letztes Mal hier. On our back we have the Cabo da Roca Lighthouse. That's the westernmost point of the European continent, mainland. The closest place in Europe to America. Sensationell. Dass wir hier heute noch herkommen, hätte ich nicht gedacht. Nein, ich auch nicht. Und guck hier. Wenn du das siehst und die Wellen, diese weiße Schaum, so was kommt, das ist so wie ein Film. Wie an der Pazifikküste, aber du siehst auch, der Atlantik hat richtig, ja, ja, hat richtig Power. Der Atlantik, seit jeher Sehnsuchtsort aller europäischen Seefahrer. Atemberaubend. Ich bin atemlos von diesem wunderschönen Ausblickspunkt.
Punkt hier. Ein schlägt der andere eigentlich, der hört nie auf hier in Portugal. Man kann es hier nur staunen und genießen. Als wir heute Morgen hierher gefahren sind in Richtung Sintra, wusste ich zwar, dass uns mit den Schlössern und mit dem Park dort einiges erwartet, dass es jetzt so grandios endet, hätte ich nicht gedacht. An intensiven Erlebnissen hat es den Eheleuten Bernd und Cecilia auch nicht gemangelt. Zurück vom Atlantik lassen sie in Lissabon den Tag im Rooftop-Pool ihres Hotels mit einem kühlen Getränk ausklingen. Jeden Tag ist eigentlich ein Highlight, aber wenn du machst so eine Kreuzfahrt und jetzt auf diese Art, auf so einen Fluss, auf Douro, das hat mich überrascht, das war so eine wunderschöne Gegend, Natur, dieses Weingebiet und diese Vielfalt, die es da gibt. Die Kreuzfahrt auf dem Douro war für Cecilia und Bernd ein Urlaub nach Maß. Mit der perfekten Mischung aus Action und Abenteuer, jeder Menge Spaß und vielen kulturellen Highlights in Porto und Salamanca. Gespickt mit allerlei kulinarischen Genüssen und entspannten Momenten auf dem Fluss, war es vor allem die Zeit zu zweit, die beide in vollen Zügen genossen haben. Es ist einfach ein Traum gewesen und wir werden davon noch ganz lange zehren und noch ganz lange zurückblicken.